wir verlernen das wirklich, weil wir lernen, dass das Leben ist Leiden. Und wir alle sind dann in unserem eigenen Leidensweg, gehen dann durch unseren eigenen Leidensweg. Aber wir alle, ja, wir müssen damit umgehen. Wir suchen Antworten, wir suchen nach Freude außerhalb von uns, einen Erfolg, weil wir kümmern uns nicht mehr, was wirklich in uns selber passiert. Aber da wirklich fängt es ja wirklich an. Weil interessant zu werden, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, okay, was ist in mir selber? Weil das Bewusstsein hier wirklich ist auch, was in mir selber liegt, was in meinem Herzen ist. Durch meine inneren Kräfte, durch meine Energie erschaffe ich die Welt. Und um wirklich die Welt zu ändern, ändern wir uns selber. Wir ändern unsere eigene Welt und dadurch ändern wir auch die Welt der anderen Menschen um uns herum. Wenn wir lernen und das wirklich praktizieren, mehr verbunden mit unserer inneren Liebe zu sein. Und um das wirklich zu machen, um das wirklich zu lernen, muss man sich natürlich mit Dingen auseinandersetzen, die nicht so einfach sind. Deshalb ist es eigentlich nicht so sehr beliebt in unserer Welt. Weil wir alle suchen nach guten Erfahrungen, nach Freude, Glückseligkeit. Wir wollen mit lustigen Menschen zusammen sein. Wir wollen ja, Spaß haben. Aber wir lernen nicht von Erfahrung, was eigentlich das Allerwichtigste ist im Leben. Weil durch unsere Erfahrung prägt sich unser Selbstbild und prägt sich unser Weltbild. Und dadurch erschaffen wir die Welt eigentlich so, wie sie ist. Und unsere Welt. Und dadurch ziehen wir das an, was uns im Leben widerfährt. Weil das, was in uns selber liegt. Und deshalb ist es dieses Lernen, was äußerst wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden. Was lerne ich im Leben? Was habe ich gelernt? Das Leben ist eine Schule und wir alle sind ja Schüler in dieser Schule. Wir haben das vergessen, wir haben das nie gelernt, weil natürlich, was von uns erwartet wird in der Welt, ist ganz anders. Aber ich bin nicht hier, um Ihnen das zu lehren, um Ihnen das beizubringen. Kann ich nicht, kann eigentlich keiner. Aber der Punkt hier von Keining ist wirklich, ja, Ihnen zu helfen, sich selber darüber nachzudenken, sich selber darüber bewusst zu werden. Was habe ich gelernt? Was ist in mir selber die Kräfte? Und wie habe ich mich entwickelt? Und was möchte ich eigentlich? Und wer bin ich wirklich? Da fängt es ja wirklich an erstmal, diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis zu gewinnen.